Man kann sich das vielleicht nicht hier in Deutschland vorstellen, aber die Kinder kommen alle aus sehr armen Blechhütten, aus einer Familie, wo oft der Vater fehlt und die Mutter muss 2, 3, 4 Kinder, Geschwisterkinder durchfüttern und sie kann nur abends vielleicht eine Mahlzeit vorbereiten, aber nicht früh morgens. Und dann kommen die, ohne ein Frühstück gehabt zu haben, um 8 Uhr in unsere Schule. Und um 10 Uhr ist dann die Schulspeisung. Und da kriegen sie ein großes Brötchen, eine Frucht, eine Banane oder Apfelsine oder sonst was. Und was könnte noch sein? Ja, das ist so die Schulspeisung am Morgen. Und sie können immer trinken am Wasserhahn. Und das Wasser ist sauber und so können sie sich den Tag über halten bei uns. Wie ist das mit dem Wasser in Addis? Haben die Kinder alle frisches Wasser zu Hause? Nicht zu Hause, wenn sie nicht an einer Quelle, an einer Wasserleitung angebunden sind. Meistens müssen sie zu einem Wasserbrunnen laufen. Für 10, für 20 Familien in ihrer Umgebung ist da was gemacht worden. Aber Addis Abeba hat sich auch entwickelt und viele haben schon Zugang zum Wasser. Aber trotzdem, zum Wasserhahn. Aber trotzdem ist es was Besonderes, dass die Schule frisches Wasser zur Verfügung stellt. Und dass sie so lange trinken können, wie sie wollen. Das kennen sie nicht. Und da freuen sie sich auch, dass sie das genießen können in unserer Schule. Wer bezahlt dieses Brötchen, die Frucht? Und Milch gibt es, glaube ich, auch, habe ich gehört. Milch, 2-mal in der Woche gibt es Milch, ja. Das wird durch besondere Spenden zusammengelegt übers Jahr und da können wir das dann dafür kaufen. Das heißt, Deutsche spenden dafür, dass Kinder in Äthiopien was zu essen haben? Ja, hauptsächlich deutschsprachige Länder und Finnland unterstützen uns in der German Church School in Addis Abeba. Und besonders die Schulspeisung ist da ein Projekt.